Yeah, mit Ton. Ha, ich hab Ton, du nicht. Ich habe auch Ton. Wunderbar. Das habe ich extra gemacht, dass du dich bücken musstest. Genau. Du hättest dem Publikum deinen knackigen Arsch zeigen sollen, aber das hätte ich auch gerne gemacht, aber das ist dann immer so ein bisschen sexistisch. Ja, herzlich willkommen. Applaudiert doch bitte ganz, ganz kurz als Willkommensgruß für den wunderbaren DJ, nämlich DJ Rasta Populous. Wunderbar, ja, schön, dass ihr alle hier seid zu diesem letzten Slam in der Roten Fabrik im Jahr 2015 tatsächlich schon wieder. Man merkt, wie man älter wird, man merkt auch, wie die Leute, die einen durchs Leben begleiten, älter werden. Beispielsweise dieser Mann hier zu meiner Rechten, von euch aus gesehen zu meiner Linken, spendet ihm deshalb einen netten, netten Applaus. Er ist großartig, der wunderbare Etrit Hasler! Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich werde nicht älter. Mitnichten. Der wunderbare junge Mann zu meiner Linken wird zwar auch nicht älter, aber irgendwann wird auch er sein Studium abgeschlossen haben. Gebt einen großen Applaus für Phoebe Reichling. Schön. Ja, mein Freund. Poetry Slam, du machst das ja schon seit 15 Jahren, aber ich glaube, im Publikum gibt es immer wieder Leute, die das noch gar nie gesehen haben oder gar nicht wissen, auf was sie sich hier eingelassen haben. Das muss euch nicht peinlich sein. 15 Stunden lang oder so. Wir möchten gerne mal sehen, wen denn das betrifft. Der oder die möge mal kurz die Hand heben. Also es ist nicht allzu zum ersten peinlich. Mal an einem Poetry Slam. Mein Gott, unter was für einem Stein habt ihr die letzten 15 Jahre gelebt? Nö, das ist überhaupt nicht peinlich. Ja. Gut. Schön. Damit auch alle auf demselben Wissensstand sind, erklären wir natürlich ganz kurz, was hier heute Abend passieren wird, respektive du wirst das ganz, ganz kurz erklären und dann werde ich es nochmal wiederholen, damit auch alle wirklich verstanden haben, um was es geht. Also sag doch mal ganz kurz, also was du hättest gerne die langsame Version. Oder die langsame Version okay, ist auch okay. Wir machen die langsame Version. Die langsame Version ist, ein Poetry Slam ist ein Wettbewerb zwischen, in unserem Fall, acht Dichterinnen und Dichtern mit selber geschriebenen Texten auf dieser Bühne auftreten. Sie haben 5 Minuten Zeit, ihre Texte vorzutragen. Sie werden bewertet von einer Jury im Publikum, die Noten zwischen 1 und 10. 1 für einen Text, der niemals hätte geschrieben werden dürfen. 10 für einen Text, der den spontanen kollektiven Orgasmus im Raum auslöst. Sie dürfen dabei keine Requisiten, keine Kostüme, keine musikalischen Instrumente verwenden und bitte nicht singen, weil sie können nicht singen, sonst wären sie ja bei Music Star oder sowas und nicht bei Poetry Slam. Gut. Ja. Ja, das ist schön. Also ja. Eben. Das war die langsame Version. Genau. Das Wichtigste, es gibt eine Zeitlimite, die heute tatsächlich 6 Minuten beträgt. Und singen ist ja zitatweise tatsächlich erlaubt. Also ihr müsst keine Angst, wir disqualifizieren niemanden, der hier ein bisschen den Ton anschlägt, auch wenn er ihn nicht trifft oder sie ihn nicht trifft. Aber der Text muss mehrheitlich gesprochen sein. Wir haben hier 8 Leute auf der Bühne, die dann, wie gesagt, bewertet werden von einer Jury. Und die Jury wählen wir jeweils aus dem Publikum. Das machen wir jetzt hier gleich live. Wir gehen kurz ins Publikum runter. Und wer gerne hier Leute kaputt machen möchte, der melde sich einfach. Und wir verteilen dann Blöcke. Und ihr dürft da dann jeweils Zahlen draufschreiben. Ich gebe also denjenigen, die Leute kaputt machen wollen, denen geben wir logischerweise keine Blöcke. Selbstverständlich geben wir denen keine Blöcke, aber die melden sich, dann können wir andere auswählen. Richtig. Wer Leute kaputt machen will, soll gefälligst zu Germany's Next Topmodel gehen. Das ist nicht so oder unsere Superstar-Suche. So. Oder genau. So. Das ist nicht unser Ding. Wer möchte denn gerne in die runter. Jury? Hier unten sehe ich gleich jemanden. Wieso? Das ist doch schön. Nein. Na okay, das ist eine gute Antwort. Hier drüben auch da... Da bewege ich mich da mal noch durch. Irgendwo einen. Wird, aber ihr seid alles, ja, also gut, Jury, ihr kriegt ja, auch doch, einen Block und einen Stift. Vielen Dank. Ein Stift und jemand hier, ihr wart auch sehr schon. Gierig. Geil. Tut mir leid, ihr dürft beim nächsten Mal auch wieder jurieren. Sehr schön. Ich habe hier eine sehr linksbündige Jury ausgewählt. Ja. Was hast du in der Roten Fabrik anderes erwartet? Genau, ja. Was habe ich hier anderes erwartet? Wir richten noch kurz 1-2 Worte an die Jury. Die Jury muss jetzt ganz kurz aufmerksam sein. Wie gesagt, müsst ihr jeweils nach dem Text die Poeten bewerten oder die Poetinnen respektive. Ihr gebt Noten von 1,0 bis 10,0. Eine Kommastelle ist erlaubt. Das wird hier alles eingegeben. Und die 4 Poeten oder Poetinnen oder die 2 Poeten, einfach 4 Leute, kommen dann ins Halbfinale und nach der Pause machen wir dann Applausabstimmung, damit auch der Rest vom Publikum seine fachkundige Meinung über die Texte hier zum Besten geben darf. Wir bitten euch dann nach dem Opferlamm, euch ein bisschen stringent an die Noten zu halten, also auch beim 7. Text noch zu überlegen, war das jetzt besser als der 1. Text, den ich bewertet habe, oder schlechter, weil man kriegt sonst so ein bisschen die Tendenz, immer höher zu werden. Ist ja gut, wenn eure Stimmung wächst mit jedem Bier, das ihr sauft und mit jedem Slam-Poeten, der hier auf der Bühne war, aber trotzdem versucht, euch gegen den Score-Creep zu wehren. Ich hab's gesagt, 1 für einen Text, der niemals hätte geschrieben werden sollen, 10 für den Text, von dem man sich sagt... Der Text in die Bibel und der Slammer in mein Bett? Genau.
Versucht auf Inhalt wie auch auf die Art und Weise der Performance zu achten. Genau, allerdings zählt natürlich euer subjektiver Geschmack schlussendlich. Das Publikum darf natürlich versuchen, die Jury ein bisschen zu beeinflussen mit dem Applaus, das sie dem Poeten oder den Poetinnen nach dem Auftritt gibt. Und selbstverständlich darf das Publikum sich auch wohlwollend zu den Noten äußern und auch nicht wohlwollend die Jury ein bisschen ausbuhen. Da müsst ihr jetzt durch, aber das ist, man muss irgendwo seinen Frust loslassen, weil die Poeten dürfen heute auf keinen Fall ausgebuht werden, weil jeder muss irgendwie mit einem Stückchen Restwürde hier von der Bühne, und wenn jemand ausgebuht wird, springt er nachher in den Zürichsee, und das wäre sehr traurig, weil dann gehen die unter, weil die sind alle betrunken und können nicht schwimmen. In diesem Sinne, seid nett zu den Poetinnen und Poeten, aber das ist auch gar keine Frage, weil die sind alle super scheiß geil. Wir haben ein grandioses Line-Up heute hier auf der Bühne, und wir losen jetzt die Reihenfolge aus, auch um hier niemanden zu bevorteilen oder zu benachteiligen. Und wir beginnen mit einem Herrn aus Regensburg. Einen netten Vorschussapplaus für Thomas Spitzer. Wir losen gleich die ganze Reihenfolge hier aus. Schuck, schuck, schuck. Und als zweites eine junge Dame aus Hamburg. Einen großen Applaus für Mona Harry. Zum ersten Mal bei uns. Zum ersten Mal hier tatsächlich. Platz Nummer 3 ist eine junge Dame. Du kommst nicht aus Bern, jetzt lüg nicht. Sie kommt aus Trimbach bei Olten. Das habe ich hingeschrieben, aber sie wohnt, glaube ich, in Bern. Oder das ist mir egal, sie kommt aus Trimbach bei Olten. Einen großen Applaus für Lisa Christ. Und dann haben wir hier als nächstes auf der Bühne einen Mann aus Konstanz. Einen netten Applaus für Marvin Sukut. Die kleine Fanbase hier am Rand habe ich hier ausmachen können. Und ein Mann, der aber tatsächlich aus Bern kommt. Der kommt aus Bern. Einen herzlichen Vorschussapplaus für Alle Waffelmann. Ja. Danke, danke, danke. Als nächstes ein Mann, der hier groß geschrieben ist, und das hat er auch verdient. Er ist schon seit Ewigkeiten dabei. Ein Mann aus Mülheim in Thurgau. Einen netten Applaus für Ivo Engeler. Dann ein junger Mann aus Basel. Er sieht nur jung aus. Er ist etwa 53, aber er sieht aus wie 18. Einen großen Applaus für Micha Dero. Und wir schauen, ob wir hier alles richtig korrekt aufgeschrieben haben. Dem ist tatsächlich so. Die letzte, die diesen Abend hier vor der Pause beschießen wird, ist eine Dame aus Halle. Einen netten Applaus für Katja Hofmann. Gut, schön. Das ist also die Reihenfolge, die machen wir alle strikt schnell durch. Bei 6 Minuten kommen wir auf die Bühne und prügeln sie runter oder machen sonst was. Hier hat es ja jetzt nicht so viel Platz, dann können sie Stage steifen oder wie auch immer. Und machen das strikt durch, und dann nach Katja gibt es eine Pause und dann eben das Halbfinale und das Finale. Um allerdings die Jury ein bisschen zu eichen, diejenigen Leute, die schon öfter auf Poetry Slams waren, die wissen, was jetzt passiert, brauchen wir natürlich einen Text außerhalb des Wettbewerbs, damit die Jury auch mal gucken kann, was heute Abend hier alles so passieren kann. Wir haben dazu einen wunderbaren Mann eingeladen. Er ist, wie gesagt, schon seit 15 Jahren auf Schweizer und deutschsprachigen und internationalen Slambühnen unterwegs. Macht einen netten, netten, lauten, 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 super lauten Applaus für den großartigen Edrit Hassler! Oh, holy crap, das ist laut. Ja, besser, 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 sehr gut. Ich habe euch einen kleinen Workshop mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das unnötigste Schweizer Exportprodukt ist ein Irokesenschnitt. Der Name des Irokesenschnitts ist Andreas Thiel. Er erzählt Menschen sehr gerne, was Humor ist und was Humor so darf. Ich habe mir dazu auch ein paar Gedanken gemacht. Das ist gerade wieder mal sehr aktuell, weil er hat jetzt gerade noch ein Buch geschrieben. Für den Fall, dass ihr ein Weihnachtsgeschenk sucht für jemanden, den ihr wirklich, wirklich hasst, kann ich euch das sehr empfehlen. Aber egal, geht ja auch nicht um Thiel. Es wurde ja in den letzten paar Jahren, aber gerade so in letzter Zeit, sehr viel darüber diskutiert, was Humor eigentlich darf und was nicht. Und wie immer fehlt bei dieser Diskussion natürlich vor allem das Maß der Dinge. Denn anstatt Juristen und Parlamentarier mit dieser Frage zu beschäftigen, beides jetzt wirklich hervorragende Beispiele für komplett humorfreie Gruppen, könnte man ja auch einfach mich fragen, denn ich kenne die Antwort. Der Witz darf alles, zumindest solange ich ihn mache. Und das sage ich jetzt nicht zuletzt als jemand, der aus St. Gallen kommt, denn wenn ich als halber Albaner mit damals noch Haaren bis zum Arsch und einem schwarzen Gestapo-Mantel dort Kantonsrat werden kann, dann ist das doch zumindest der Beweis, dass irgendwo in der Schweiz noch ein bisschen Humor vorhanden ist. Oder was glaubt ihr, weswegen wir Toni Brunner in den Nationalrat schicken?
Sie sehen, das war jetzt ein politischer Witz. Den darf ich machen, weil ich selber auch Politiker bin. Das habe ich vom Berner Stadtpräsidenten Alex Cepet gelernt. Sie erinnern sich, ein Südländer, der zu viel schafft. Ja, mir persönlich wäre das ja viel zu billig, über Italiener Witze zu machen. Das machen die Italiener selber sehr viel lustiger, wenn sie wählen gehen. Ich mache mich viel lieber lustig über Bevölkerungsgruppen, die das wirklich verdient haben. Zum Beispiel eben uns St. Galler, weil Österreicher Witze sind ja auch schweizweit völlig akzeptiert und es weiß doch auch jeder, dass wir St. Galler eigentlich nur Österreicher sind, die einfach zu blöde waren, um mit dem Wandern nach Westen rechtzeitig wieder aufzuhören. Sie sehen, das hat dann auch den Vorteil, dass das nicht diskriminierend sein kann. Als Betroffener darf ich ja alle Witze über mich selber machen. Das heißt dann Selbstironie. Und wenn das Publikum trotzdem lacht, dann ist es auch nicht bösartig, sondern mitfühlend. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Warum lösen Albaner keine Kreuzworträtsel? Weil sie Angst haben, eine Heimreise zu gewinnen. Sie sehen, wenn ich den Witz mache, dann ist das nicht rassistisch. Wenn Marco Rima den macht, dann haben wir ein Problem. Außer natürlich, es würde sich plötzlich herausstellen, dass Marco Rima in Wirklichkeit Albaner sei und nicht Italiener. Das würde dann wenigstens erklären, wieso er nach 10 Jahren immer noch keine neuen Pointen geschrieben hat, weil wir wissen doch alle, Albaner können gar nicht lesen und schreiben. Etwas anders verhält es sich natürlich bei den Deutschen. Über die darf sich jederzeit jedermann lustig machen, weil erstens ist das immer so eine Frage, wo der Mensch aufhört und der Deutsche anfängt. Das hat Gabriel Vetter gesagt, muss also wahr sein. Zweitens haben die einen gutmütigen Wahl als Präsidenten. Und drittens Bayern. Ich mache Ihnen ein anschauliches Beispiel. Sitzen ein Deutscher, ein bildhübsches Mädchen, ein Amerikaner und eine Nonne in einem Zugabteil gegenüber. Plötzlich fährt der Zug in einen Tunnel. Da die Beleuchtung nicht funktioniert, ist es stockdunkel. Man hört ein Klatschen. Als der Zug den Tunnel wieder verlässt, reibt sich der Deutsche schmerzverzerrt das Gesicht. Genau richtig, denkt sich die Nonne. Der Deutsche hat natürlich versucht, das Mädchen zu begrapschen, was diese nicht wollte, und sie hat ihm eine geknallt. Genau richtig, denkt das hübsche Mädchen. Der Deutsche wollte natürlich im Dunkeln mich begrapschen, hat unglücklicherweise die Nonne erwischt, was diese nicht wollte, und sie hat ihm eine geknallt. So eine Schweinerei, denkt sich der Deutsche. Der Amerikaner hat wahrscheinlich im Schutze der Dunkelheit versucht, das hübsche Mädchen zu begrapschen, hat unglücklicherweise die Nonne erwischt, was diese nicht wollte. Sie hat versucht, dem Amerikaner einer zu knallen. Das hat der Sauhund gemerkt, hat sich geduckt, sodass ich den Schlag abbekommen habe. Wohingegen der Amerikaner einfach denkt, im nächsten Tunnel hau ich dem Deutschen sowas von wieder eins in die Fresse. Soweit so gut. Wir erhöhen den Schwierigkeitslevel. Noch rätseln die Wissenschaftler ja über die Herkunft von Ötzi. Österreicher kann er nicht sein, man hat Hirn gefunden. Italiener kann er nicht sein, er hatte Werkzeug dabei. Vielleicht war er Schweizer, weil er wurde vom Gletscher überholt. Aber wahrscheinlich war er eben doch Deutscher, denn wer sonst geht mit Sandalen ins Hochgebirge? Sie sehen, mehrere Volksgruppen gleichzeitig zu beleidigen, kommt immer gut. Da kann niemand behaupten, man hätte diskriminiert, weil wenn man alle Menschen gleichzeitig scheiße findet, dann wertet man ja auch niemanden ab. Gut, wie wär's mit, wie macht man einen deutschen Schokoladenkuchen? Ich habe keine Ahnung, aber zuerst marschiert man mal in die Küche ein. Ist böse, ja, keine Frage, aber ist ja nicht diskriminierend, weil das ja nicht alle Deutschen betrifft, sondern nur die Wehrmacht. Und das waren Saukerle. Ein bisschen anders ist der hier. Was ist der Unterschied zwischen dem besten deutschen Comedian und der Bombardierung von Dresden? Nur das zweite entlockt ein paar Menschen noch ein Lächeln. Sehen Sie? Ja, finde ich auch. Geht gar nicht, oder? Denn immerhin hätten die Amis dort beinahe Kurt Vonnegut weggebombt. Aber lassen wir die Deutschen beiseite. Wie ist mit den Appenzellern? Meldet sich eine junge Appenzellerin beim Dr. Sommer-Team. Hilfe! Ich bin noch 13 und Jungfrau. Ist mein Papa etwa schwul? Grenzwertig, oder? Grenzwertig, ja. Sehe ich auch so. Aber wissen Sie, ich komme aus dem Rheintal und aus dem Kosovo. Ich darf sowas. Bei so viel Inzucht auf beiden Seiten meiner Familie ist es eigentlich ein Wunder, dass ich aufrecht gehen kann. Im Unterschied zum Beispiel zu Hans-Rudolf Merz. Oder kennen Sie den? Wie lange braucht ein Albaner, um den Müll rauszutragen? 9 Monate. Ja, das war jetzt nicht nur rassistisch, sondern gleich auch noch sexistisch. Ja? Ein Albaner. Dabei wissen wir doch alle, dass albanische Männer ihre Frauen immer gleich nach der Befruchtung sitzen lassen. Wobei, also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also Diskriminierung und Sexismus. Ein Witz kann durchaus auf mehreren Ebenen gleichzeitig beleidigend sein. Multitasking macht ja so einen Witz auch ohnehin viel lustiger. Womit vielleicht erklärt wäre, wieso es fast nur Männer auf den Schweizer Comedy-Bühnen gibt. Und wenn Sie jetzt ganz clever sind und einwerfen, naja, es hätte ja auch ein transsexueller Albaner sein können. Das gibt's bei uns nicht. Die nennen wir Zigeuner.
Zigeuner schenken sie den Serben, die sie nach Rumänien weiterschicken. Dort werden sie verprügelt und dann in die Schweiz geschickt, wo sie wenigstens noch einmal in ihrem Leben für etwas gut sind, als Argumente für die Durchsetzungsinitiative. Ist Ihnen das Lachen schon vergangen? Oder soll ich vielleicht noch ein paar Mal Neger sagen, weil das so lustig ist? Und würde es das besser machen, wenn ich mich dazu schwarz anmale? Oder muss ich etwas einwerfen in der Größenordnung von, wie nennt man einen Juden mit einer Gasflasche? Liebes Publikum, wir haben diese Witze alle schon einmal gehört. Sei das auf dem Pausenplatz, bei der Arbeit, im Netz oder in den Show-Einlagen von selbsterklärten Satirikern, die nur deswegen nach unten treten, weil das so schön einfach ist. Egal, wie lange wir Respect the Poets oder die Freiheit der Satire predigen, es gibt gewisse Dinge, die gehen einfach nicht. Meine Damen und Herren, ich habe alle bewohnten Kontinente dieses Planeten bereist. Und ich kann Ihnen mit Überzeugung mitteilen, ich habe noch nie eine Rasse getroffen. Nicht mal ein Volk, nur Menschen. Und die meisten von uns, zugegebenermaßen, sind halt Idioten und Arschlöcher. Das ist halt die Ausgangslage. Damit müssen wir arbeiten können. Und wenn Sie das nicht unterschreiben können, benutzen Sie jetzt Ihre Macht als Publikum und schmeißen mich raus. Edrit Hasler, liebes Publikum, dein Applaus, mein Freund. Es ist schön, wenn man hier das Publikum schon mal sehr mit harmlosem Humor ein bisschen vorbereitet, was passieren könnte. Genau, liebe Jury, wir machen das jetzt so, ihr kriegt jeweils so 5 bis 10 Sekunden Zeit, um euch eine Note zu notieren. Wie gesagt, eine Kommastelle ist erlaubt. Und dann sagen wir zum Beispiel bei 3 die Noten hoch und dann holen wir die Noten ein miteinander, damit ihr nicht abschreiben könnt gegenseitig. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr bereit seid und wir möchten die Noten sehen bei 3, 2, 1, jetzt. Ah, wunderbar, Salig, das ist ideal. Wunderbar, ich sehe das hier, das sehe ich noch nicht. Schneller. Okay. Du kannst von hinten nicht gucken. Okay, das kann ich auch lesen. Kann ich lesen? Willst du durch? Ich kann alle lesen, ja. Ja, wunderbar, das ist gut. Also das waren zusammengerechnet ungefähr 47 Punkte nach Streichung, der höchsten und der tiefsten Note, selbstverständlich. Kleiner Scherz. Also, wieso hast du die jetzt nicht vorgelesen? Also es waren sehr gute Noten. Also es waren 9, 5,2 und 6,7. Ja, ich weiß, genau, es war sehr wir gut. Wir sprechen es uns noch, junges Mädchen. Es war sehr gut. Wir streichen jeweils die höchste Note und die tiefste Note, falls irgendwie Anverwandte und Schwager im Publikum sitzen oder eben auch Ex-Freundinnen und Ex-Freunde in der Jury hier sich reingeschlichen haben. Man ist immer so ein bisschen skeptisch, wenn die Leute sich selbst melden für die Jury, denkt man immer so, oh, die kennt jemand oder der kennt jemanden und hasst den einfach. Mal gucken, was passiert. Gut, wir beginnen mit dem Wettbewerb.